Scheiße. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier direkt aus Oberhausen. Wir gehen jetzt gerade auf die Fronleichnamskirmes. In Oberhausen Sterkrade war ich noch nie. Der Platz verteilt sich auch hier anscheinend über mehrere Plätze. Bin sehr gespannt, die Beschickung ist echt stark. Beziehungsweise steht da sogar noch mehr Zeug, von dem ich gar nicht wusste, was das hier überhaupt hier steht. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Hallöle! Hallo! Das war falsch. Jan guckt wieder nicht, der Trottel. Gewalt! Wir haben es gesehen, wir haben es gesehen. Wir haben alles auf Video, ne? Hallo! Welche steht denn hier nochmal? Die große, glaube ich. Die kenne ich aber schon. Ah, fuck. Die sieht ja so schmerzhaft aus. Die ganze Zeit mit dem Kopf daran ballert. Oh, so, ich glaube, wir sind jetzt hier mehr oder weniger auf dem Hauptplatz angekommen. Das sieht auf jeden Fall Berg und Tal von Schneider. Die große Geisterbahn, der Hexentanz da hinten, der Falter. Das ist schon auf jeden Fall eine mega Beschickung hier in Oberhausen. Und das ist auf jeden Fall weird, dass es das über so mehrere Plätze geht. Hallo. Wo sind die denn alle? Das Ding so weit runter, ey. Kollisionen, die sind halt immer, also du denkst, du wirst kollidieren.
fährt hier einfach wieder nur 4 Runden, dann wird er wieder beladen. Also insgesamt 8 Runden und dann ist Feierabend. Aber ja, wenn hier so viel los ist, ist es auch kein Wunder. So, also, das Ding ist von Pinfari und das letzte Pinfari-Ding sind wir im Legendia gefahren und das ging an wie Sau. Das glaube ich. Haben wir keine Bügel? Nee, die haben keine Bügel. Oh! Mir ist auch, dass er ewig nicht das abschrauben kann, deswegen. Boah, jetzt kommt eine richtig geile Kette, Lars. Bandscheibenvorfall, the ride. Hat die Schulter so weh, ey. Jetzt kommt die Erdzeit des Todes. Boah, im Sonnenuntergang, ich glaube es nicht. Ohne Bügel. Boah, Kind. Oh, fährt immer ganz gut. Er sagt ja. Oh. Ah, die geht nicht so ab wie in Polen. Auf eine Freifahrt!
Am Ende der Fahrt gucken wir, wer von euch das meiste Wasser noch im Becher hat. So, hoffentlich verliert die GoPro nicht. Die Freifahrt! Alles klar, alle, die mit meiner Bord den Becher entgegennehmen, noch mit dem Mund festhalten. Letzte Runde hier vorne, hier vorne, hier vorne. Wer ist die Nummer 1? Ich wollte gerade sagen, das sah bei dir sehr gut aus. Sehr gut. Wir haben gewonnen! Wow! Das muss ich aber sagen, Jan hat seinen Becher genommen, hat mich damit voll gemacht. Ich hatte den Becher noch voll. Voll! Da hinten geht es noch weiter. Ich sehe Honda durch die Bäume. Das ist doch krass. Der tägliche Wacky Worm gehört dazu, zu jeder Kirmes. Ja. Du bist schon wieder am Handy, wie letztes Mal. Oh, entschuldigen Sie bitte. Und du hast die Kamera immer in der Hand. Ja. Ist auch nicht recht. Aber ich guck nach vorne. Nicht, dass du irgendwo reden fährst. Genieße die wilde Fahrt. Auf der Linie vor. Kai winkt wenigstens. Hey, das schwabbelt der Wurm. Was ist hier für eine wilde Statue? Wow. Oh. Oh. Au. Alter. Das stimmt bei Willi nicht. Willi ist nicht krass. Guck dir mal das Schienenstück da an. Der hat schon ein bisschen gekürften Bob. Mann, Willi. Willi! 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 Oh nö, der ist schon wieder. Oh, oh. Willi will's wissen! Alter, ist das normal, dass diese Wacky Worms da in dieser Kurve diesen Drop haben? Der hat dich ja so weggescheppert. Aue! Der da in der Kurve geht ja schon runter. Der bollert dich volle Möhre nach rechts. Und dann nach vorne. Manchmal könnte man meinen, Tessa wäre drauf oder so. Alter, was ist das für eine Röhrenrutsche? Oh ja.